Irgendwo in den Weiten des einst riesigen Inka-Reichs suchen Abenteurer und Forscher noch immer nach Paititi, dem letzten geheimnisvollen Zufluchtsort der Sonnensöhne. Ihre unschätzbaren Reichtümer, ihre bewegende Geschichte und ihr tragisches Ende wecken rege Fantasien. Die Suche nach einem vielleicht noch immer verborgenen Schatz der Inka mobilisiert bis heute übermenschliche Kräfte. Wieder ziehen zwei Expeditionen in unwegsame Regionen. Ein französisches Team folgt seiner Vision vom sagenhaften Paititi in den Dschungel des Madre de Dios-Gebietes. Peruanische Forscher dringen auf alten Inka-Pfaden bis in hohe Grenzregionen der Anden vor. Konnten sich die bedrängten Sonnensöhne doch mit einem Teil ihrer Schätze retten, wie Legenden überliefern? Wohin führt die Spur des Goldes? Nabel des Universums, so nannten die Inka Cusco, das glanzvolle Zentrum ihres gewaltigen Imperiums. Die abgelegene Andenmetropole ist Ausgangspunkt für diese französische Expedition in die versunkene Welt der Sonnensöhne. Thierry Germain und Herbert Cartagena haben jahrelang recherchiert, in Bibliotheken und Archiven, sogar bei der NASA. Sie wollen wissen, sind die letzten Inka tatsächlich in eine geheime Dschungelstadt entkommen? Wenn ja, suchen sie jenes sagenumwobene Paititi in der richtigen Gegend? 1533. Die Hauptstadt Cusco fällt den Spaniern zu. Überlebende Inka-Krieger leisten nach anhaltenden Gräueltaten der Eroberer unter Manco-Inka erbitterten Widerstand, ziehen sich in abgelegene Bergfestungen zurück. In Vilcabamba, ihrem letzten Refugium, sammeln sie sich nach der Ermordung Mancos gegen die Konquistadoren. Noch von den Spaniern geduldet, folgten Mancos Söhne und schließlich Tupac Amaru auf den Thron. Obwohl waffentechnisch überlegen, gelingt es den Spaniern erst nach 35 Jahren, Vilcabamba einzunehmen. 1572. Gold führte auf der Flucht nicht bei sich. Schon wuchern die Gerüchte. Viele Inka seien vor dem Fall der Festung mit tausenden goldbeladenen Lamas in den Regenwald entkommen. Ein Mythos ist geboren. Der Mythos von Paititi. Für Thierry und Herbert verdichten sich die Indizien. Auf den Satellitenbildern fallen eigenartige, pyramidenähnelnde Strukturen auf. Nur Launen der Natur oder doch Werke von Menschenhand? Das Zielgebiet liegt im Süden von Peru, jenseits der Anden im Amazonas-Regenwald. Von Cusco aus wollen sie mit dem Jeep auf einer Schotterpiste durchs Hochgebirge nach Shintuya fahren und weiter per Boot bis Pucharo, um sich dann zu Fuß ins Pantiacolla-Gebiet durchzuschlagen. In dem kleinen Andendorf Jajatira warten wichtige Helfer des peruanischen Expeditionsteams auf ihren Einsatz, Lamas. Bereits die Inka schätzten die höckerlosen Hauskamele und auch Archäologieprofessor Pablo de la Vera Cruz mag die zotteligen Vierbeiner, denn ohne sie wären seine Expeditionen kaum möglich. Pablo und sein Begleiter Raúl del Mar haben schon viele Vorstöße in die magische Welt der Inka unternommen. Die beiden peruanischen Forscher sind den einstigen Andenfürsten seit mehreren Jahrzehnten auf der Spur. Dabei nutzen sie nicht nur deren leistungsfähige Lastenträger, sondern vor allem das fantastische Wegenetz der Inka. Von Jajatira aus ziehen sie auf einem alten Pfad nach Curamba. Ab dort folgen sie einer Route, die über zwei hohe Gebirgskämme bis zur Festung Vilcabamba führt.
Der kleine Trupp kommt gut voran. Die Männer sind an die belastenden Bedingungen in großer Höhe angepasst. Dennoch bleibt kaum Zeit, den herrlichen Panoramablick auf die Kordilleren zu genießen. Es kommt darauf an, ruhig und gleichmäßig zu gehen. Nur so lässt sich die physische Anstrengung in Grenzen halten. Am Abend wird es empfindlich kalt. Gegen die Nachtkühle helfen Feuer und winzige Zelte nur bedingt. Allein die begeisternde Gewissheit, etwas Neues entdecken zu können, lässt die Forscher alle Beschwernisse vergessen. Auch im Lager der französischen Expedition nahe Sacsayhuaman entfaltet die Nacht ihre eigene Magie. In dunkler Abgeschiedenheit, von gespenstischer Stille belauert, gedeihen Gedanken, wie sie einst wohl auch Inka-Kriegern kamen, wenn sie zu später Stunde irgendwo Wache halten mussten. Nach uraltem Ritus ehren die Männer die Gottheit Pachamama, die Mutter Erde, und erbitten weiterhin ihren Beistand. Herbert und Thierry versuchen bereits zum vierten Mal, jenes rätselhafte Refugium im Regenwald zu erreichen. Im vorausgegangenen Jahr kamen sie knapp mit dem Leben davon. Ein Schock, der ihnen noch in den Knochen sitzt. Aufbruch am frühen Morgen. Pachamama scheint milde gestimmt. Die Piste führt gefährlich nah am Abgrund entlang. Verhaltene Hoffnung bei Thierry Jamin. Schon seit mehreren Jahren versuchen wir, diesen Ort zu erreichen, den wir im Pantiacolla-Gebiet bei den Pyramiden vermuten. Ich weiß nicht, ob wir mit dieser Expedition ans Ziel gelangen, aber für uns heißt es nun, jetzt oder nie. 2004 hatten sie es fast geschafft. Da erhielten sie mysteriöse Morddrohungen. Anonym, aber massiv. Sie mussten aufgeben. Irgendwer wollte die Suche nach Paititi verhindern. Diesmal fahren Polizisten als Geleitschutz mit. Dennoch bleibt ein mulmiges Gefühl in der Magengrube. Das peruanische Team hat die Höhenregion knapp unterhalb der Vegetationsgrenze erreicht. Raúl hält für Pablo eine echte Überraschung bereit. Bei einer seiner früheren Exkursionen stieß der Abenteurer auf eine ganz besondere Inka-Spur. Ein unscheinbarer Trampelpfad hat Raúl zu einem seiner bedeutendsten Funde geführt, hoch oben in der Felswand. Das ist eine Mine aus der Inka-Zeit. Es gibt hier an die 68 solcher Minen, in denen Mineralien abgebaut wurden. Also Gold, Silber und Kupfer. Da, wo du drauf schaust, war eine Goldmine. Die Bauern schürfen hier heute noch Gold und Silber. Die Minen werden seit der Inka-Zeit kontinuierlich ausgebeutet. Gold galt den Inka als Schweiß des Sonnengottes Inti, dessen Sohn auf Erden sie in ihrem obersten Herrscher verehrten. Gold war ein heiliges Metall, kein Zahlungsmittel. 1532 regiert Atahualpa nach blutigem Bürgerkrieg gegen seinen Halbbruder. Das Reich ist instabil. Da erscheinen die Spanier beritten und bewaffnet. Ein Schock für die Inka.
Francisco Pizarro und seine nur 160 Mann starke Truppe richten unter Tausenden von Indianern ein Blutbad an. Atahualpa wird in Cajamarca eingekerkert. Um sein Leben zu retten, sieht er nur eine Chance, sich freizukaufen, seine dunkle Zelle mit Schätzen anzufüllen. Gold. Die Spanier schienen ihm geradezu süchtig zu sein nach dem Edelmetall. Pizarro geht das Abkommen ein. 3 Monate lang schleppen Lama-Karawanen unzählige Kunstwerke aus Gold und Silber nach Cajamarca. Die edlen Lasten wiegen schwer, doch wie schwer wiegt das Wort des Spaniers? Thierry Germain muss mit seinem französischen Team auf Boote umsteigen. Am Ende der Piste war mit dem Geländewagen kein Weiterkommen mehr. Herbert hingegen ist nicht dabei. Er erkundet während dieser Etappe eine Alternativroute. Auf dem Rio Pantiacolla geht es flussaufwärts tief in das kaum zugängliche Manu-Gebiet hinein. Es hat weniger geregnet als üblich. Die Flüsse führen nur streckenweise genügend Wasser. Immer wieder müssen die Männer aussteigen und die Boote retten. Was so reibungslos begann, wird zu einer schmerzhaften Schinderei. Thierry weiß, wenn sie im Kampf gegen die reißende Strömung unterliegen oder gar die Boote verlieren, ist die Expedition zu Ende. Nach dem Verlassen der Minen erreichen die peruanischen Forscher Pablo und Raúl Curamba, einen Ort, der für die Inka von ganz besonderer Bedeutung war. Pablo ist beeindruckt. Ja, diesen Ort habe ich erst kürzlich entdeckt. Hier war ein Metallproduktionszentrum, in dem Gold, Silber und Kupfer verarbeitet und dann ins gesamte Inka-Reich verteilt wurde. Die Ruinen zeugen von einer gewaltigen Anlage. Raúl hat Reste zahlreicher Wohnhäuser und eines Sonnentempels gefunden. Mehr als 2500 Öfen konnte der Peruaner bislang in Curamba erfassen. Damit hat er die vermutlich größte Metallschmelze der Inka entdeckt. Sogar Blasrohre und Gussformen konnte Raúl sicherstellen, sodass er den Schmelzvorgang für eine seiner wissenschaftlichen Publikationen demonstrieren kann. Das in über 3600 Meter Höhe gelegene Areal erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 100 Hektar. Ungeheure Metallmengen müssen hier gewonnen worden sein. Für Raúl fügen sich die Fakten zu einem Gesamtbild. Bei der Rekonstruktion von Curamba entsteht ein riesiger Industriekomplex. Seiner Ansicht nach erbeuteten die Spanier nur einen Teil des Inka-Goldes. Der Rest liegt im Regenwald. In Atahualpa wächst die Hoffnung auf Freiheit, genauso wie der Goldberg in seiner Zelle. Aus allen Teilen des Landes waren die Untertanen gekommen, um das Leben ihres Herrschers zu retten. Der König hat sein Wort gehalten, der Konquistador nicht. Am 26. Juli 1533 stirbt der Sohn der Sonne in finsterer Nacht, hingerichtet mit der Garrotte auf dem großen Platz in Cajamarca. Nach seinem letzten Atemzug sollen sich Tausende seiner Untertanen das Leben genommen haben, um ihren Herrscher und Gottkönig in das jenseitige Reich zu begleiten. Mit dem Tod Atahualpas versinkt das Imperium der Inka im Dunkel der Geschichte. Für das französische Team kann sich die Expedition zum Horrortrip entwickeln. Letztes Jahr verloren sie in den wilden Wassern ihre Ausrüstung samt Kamera und Generator. Doch die kleine Truppe lässt sich nicht entmutigen. Mit seiner Besessenheit befindet sich Thierry in guter Gesellschaft.
Rückblick auf eine große Entdeckergeschichte, auf Männer im Banner eines Mythos. Geblendet vom Glauben an eine sagenhafte Goldstadt erobert Pizarro das mächtigste Reich des alten Amerika. Im 16. Jahrhundert verlieren Konquistadoren wie Jiménez de Quesada und Sebastian de Belalcázar riesige Truppen bei der Suche nach El Dorado, ebenso wie Francisco de Orellana, der so den Amazonas entdeckt. Philipp von Hutten irrt 5 Jahre in den Anden umher und Walter Raleigh, der englische Seefahrer, folgt dem Orinoco. Der Mythos überlebt. Hunderte finden den Tod. Als der Amerikaner Iron Bingham 1911 Machu Picchu entdeckt, wird das Fieber neu angefacht. War das El Dorado der Spanier, vielleicht das Paititi der Indios? 1955 glaubt der deutsche Hans Ertel, dem Rätsel in den bolivianischen Anden auf der Spur zu sein. Lang verborgene Geheimnisse entlockt auch der Amerikaner Gene Savoy, bis heute dem Urwald Perus. Sein Landsmann Greg Dayamangin durchsuchte schon 13 Mal den Dschungel nach Paititi und gibt nicht auf. So wie die französische Expedition mit Thierry Jamin. Von Cusco hatten sie über Land Chintuya angesteuert, um dann auf Flüssen ihr nächstes Ziel Pucharo in der Region Madre de Dios zu erreichen. Zweieinhalb Tage hat sich die Mannschaft ohne größere Pausen den Rio Pantiacolla quellwärts gequält, um danach mit der Strömung anderer Flussläufe zu kämpfen. Endlich verlassen Thierry und seine Begleiter den Rio Paloto. Erleichtert, wieder an Land zu gehen, doch vor sich den beschwerlichen Aufstieg auf den Chinquipedal. Den Weg dorthin müssen sich die Franzosen mit der Machete bahnen. Nicht ganz ungefährlich, denn im unübersichtlichen Dickicht können sie überall auf Giftschlangen treffen. An einer Felswand am Südhang erwartet die Forscher ein hochkarätiges archäologisches Juwel. Die Petroglyphen von Pucharo. Die Steingravuren könnten aus der Inka-Zeit stammen. Bislang einmalig in Peru, sind sie selbst vielen Archäologen en Detail kaum bekannt. Die Zeichen lassen sich schwer deuten. Thierry hat eine spektakuläre Theorie entwickelt. Die Petroglyphen von Pucharo sind für die Archäologie revolutionär. Der Missionar Pater Chinitagoya hat sie 1921 zum ersten Mal gesichtet. Sie wurden aber noch nie von Archäologen untersucht. Ich halte das für eine geografische Karte, die mehrere archäologische Fundorte zeigt. Wir sehen hier eine Abbildung, die in besonderer Weise stilisiert ist, die man nur hier findet. Es gibt sie nur zweimal. Das eine Mal stellt sie Pucharo selbst dar und das andere Mal einen anderen Ort. Tatsächlich lassen sich einige Zeichen von der Felswand bestimmten Geländestrukturen auf den Satellitenfotos zuordnen, wenn auch mit einem Schuss Fantasie und in etwas veränderter Position. Ob hier wirklich Paititi dargestellt ist oder doch ein anderer Ort, ist für unsere Hypothese eher zweitrangig. Es handelt sich jedenfalls um einen sehr bedeutsamen, großen Ort. In ein paar Tagen werden wir auf den Pantiacolla-Höhen sehen, ob sich unsere Hypothese bewahrheitet, ob es dort entsprechende Ruinen gibt. Ich bin mir da sicher. Für Thierry könnten die Petroglyphen der Schlüssel zu Paititi sein. Sie scheinen ein riesiges Terrain mit mehreren Ortschaften und Gebäudeensemble darzustellen. Eine Idee, die ursprünglich von Carlos Neuenschwander stammt, dem mit 27 Expeditionen wohl eifrigsten Paititi-Sucher. Zehn Kilometer südwestlich von Pucharo heben pyramidenähnliche Bergkegel die dichte Dschungeldecke an. Verbirgt dort der Wald mit seinem lebendigen Tarnteppich von Menschen errichtete Bauwerke? Den einheimischen Machiguenga ist der Bereich heilig. Sie nennen ihn Paratuari, Ort, an dem man verloren geht. Das französische Team scheint vor einer archäologisch herausragenden Entdeckung zu stehen.
Die schroffe, raue Welt der Anden birgt auch für die peruanischen Forscher vielfältige Überraschungen. Auf ihrer Suche im Hochgebirge stoßen sie immer wieder auf neue oder kaum bekannte Inka-Spuren. Ein uralter Indianerpfad führt Pablo und Raúl an einen rätselhaften Ort nach Sayhuiti. Scheinbar zufällig verstreut auf der Hochebene auf geheimnisvolle Weise geborstene Granitblöcke. Einst sollen sie Pfosten getragen haben, von den Inka Intihuatana genannt, Pfosten, an denen die Sonne angebunden wird. Das Heiligtum diente der Sonnenverehrung und der Astronomie, bis die Spanier es zerstörten. Doch auf die mysteriösen Spalten können sich die Forscher keinen Reim machen. Thierry Germain quält sich bei tropisch dünner Luft zu einem fantastischen Fundort, den er erst kürzlich oberhalb von Pucharo entdeckt hat. Der Dschungel gab dem Franzosen eine neue Petroglyphenwand frei, die vor ihm kein Wissenschaftler gesehen hat. Für Thierry ein Traum. Man erkennt hier einen Mann mit sehr gut stilisierten Zügen. Es fällt auf, dass er einen Bart trägt und eine Pecha-Maske, ein Kennzeichen der Inkas. Dieses Gesicht ist ganz anders als die auf der ersten Felswand von Pucharo. Es ist wundervoll. Hier weiter rechts findet man so etwas wie eine ägyptische Kartusche, Zeichen, die erstaunlich an Schrift erinnern, an die Kelka. Wenn es sich hierbei um Schrift handeln sollte, wäre das eine archäologische Revolution für die Geschichte ganz Südamerikas und Perus. Die Inka glaubten an die lebenerhaltende Energie der Sonne, aber auch an die kosmische Kraft des Wassers, die den kargen Böden Fruchtbarkeit verleiht. Wasser war den Sonnensöhnen heilig. Sakrale Bezirke errichteten sie oft in der Nähe von Quellen. Raúl und Pablo folgen dem Rinnsal, das in einem schmalen Kanal eine mit Mauern umfriedete Senke umfließt. Im Zentrum wacht der Punjamao, das Auge des Pumas. Ein Mondkalender, so vermuten die beiden. Wahrscheinlich gewannen die Inka aus dem Lichtwechsel Informationen über den Lauf des Erdtrabanten und damit Richtlinien für ihre Feldbestellung. Herbert Cartagena stößt wieder zum französischen Team. Er hatte eine andere Route gewählt, ganz in der Nähe von Mameria, einem Ruinenfeld, das er 1979 entdeckte. Vom Hubschrauber wollen sie sich jetzt im undurchdringlichen Dschungel des Paratuari-Gebietes absetzen lassen. Jeder Versuch, von hier zu Fuß oder mit dem Boot weiterzukommen, würde wegen der beginnenden Regenzeit zu lange dauern. Die Orientierung aus der Vogelperspektive bereitet unerwartete Schwierigkeiten. Wo nur könnte der Hubschrauber im überwucherten Gelände landen? Herbert und Thierry sind sich nicht einig über den Zielpunkt. Vielleicht haben die beiden insgeheim gehofft, schon aus der Luft direkte Anhaltspunkte für die Position der Ruinenkomplexe gewinnen zu können. Darüber reden sie nicht. Thierry zweifelt an der eingeschlagenen Richtung. Er vermutet die auf der Karte avisierte Stelle weiter westlich. Der Treibstoff wird knapp. Die einheimischen Begleiter und die Ausrüstung müssen auch nachgeholt werden. Der Pilot drängt zur Entscheidung. Als einzig möglicher Landeplatz erscheint eine Lichtung am Flussufer. Die Entscheidung, Herbert Cartagenas runterzugehen, findet bei Thierry keine Zustimmung. Doch eine andere Wahl bleibt ihnen nicht.
Auch nicht für den Piloten, der sein ganzes Können aufbringen muss, um zwischen den Bäumen sicher zu manövrieren. Während des ganzen Tages schleppt der Helikopter pausenlos Männer und Material heran. Einmal abgesetzt, gibt es kein Zurück mehr. Da wartet ein hartes Stück Weg auf das Team. Stundenlange Märsche in den unwegsamen Bergen Pantiacollas. Letztes Jahr waren sie mehr als 40 Tage durch dieses Gebiet gestreift. Am Rande der Erschöpfung hatten die einheimischen Träger aufgegeben. Herbert und Thierry waren noch ein paar Tage auf eigene Faust weitergezogen. Dieses Mal geben sie nicht auf. So knapp vor dem Ziel, das haben sie sich vorgenommen. Auch wenn es harte Tage und Nächte werden. Da ist es schon mal gut, ein Dach über dem Kopf zu haben. Nicht wegen des Regens, sondern zum Schutz gegen Schlangen, Spinnen, Blutsauger und andere nächtliche Besucher. Woher nehmen die Männer nur die Sicherheit, den Fixpunkt zu erreichen? Diese Gewissheit. Es ist nicht zu erklären, irrational. Diese Überzeugung, etwas zu wissen, sich einer Sache sicher zu sein. Diese leise Stimme zu hören, geh dahin, du wirst es finden. Das ist sicher. Es wird vor allem eine wahnsinnige Freude sein. Wir werden weinen. Ich weiß noch, als wir die Ruinen Mamerias gefunden haben, meine Frau und ich, wir haben geweint wie kleine Kinder. Diesen verlorenen Ort haben wir nämlich 5 Jahre lang mit ganzem Herzen und qualvollen Strapazen gesucht. Jetzt werden wir wieder schmerzhafte Zeiten erleben, 1000 Stiche bekommen, aber irgendwie gelangen wir ans Ziel. D'accord? Für Pablo begann der Tag mit einer Überraschung. Sein enger indianischer Begleiter wollte ihm allein einen verborgenen Ort zeigen. Auf Drängen darf auch das Kamerateam die beiden begleiten. Niemand soll aber später den Weg genau nachvollziehen können. Irgendwo vor der gewaltigen Kulisse der Hochanden führt der Einheimische den peruanischen Professor durch schmale Täler und steile Hänge hinauf. Pablo hat noch keine genaue Vorstellung davon, was ihn gleich erwartet. Für den Mumienspezialisten und Direktor des Archäologischen Museums in Arequipa ein wertvoller Fund. Die Mumie des 5- bis 6-jährigen Mädchens kennt Juan schon lange. Aus Ehrfurcht behielt er sein Wissen für sich. Pablo hält alle Details fest. Das Mädchen ist in Fötushaltung beigesetzt, kehrt symbolisch in den Bauch der Mutter Erde zurück. Die Inka verbrannten ihre Toten nicht, sondern gaben sie der Göttin Mama Pacha wieder. In extrem trockener, kühler Höhenluft konservierten die Leichname zu Mumien. Einige zeugen von Menschenopfern, dargebracht, um die Götter gnädig zu stimmen. Eine Inka-Tradition, die angeblich von Schamanen im Geheimen bis in unsere Tage praktiziert wird. Nur wenige Eingeweihte wissen um die letzten direkten Nachfahren der Inka, die Queros. Ihre Dörfer liegen in einer kargen, lebensfeindlichen Welt, jahrhundertelang verborgen in der unwirtlichen Einsamkeit der Hochanden. Die Queros haben sich hier seit der spanischen Eroberung in völlige Isolation zurückgezogen. Der Alltag hat sich seit Atahualpas Zeiten kaum verändert, vom Wegfall der harten Frondienste einmal abgesehen. In den Ortschaften der Queros scheint die Zeit stehen geblieben.
Ähnlich wie im Paititi-Mythos erzählen ihre Überlieferungen von der Flucht der spirituellen Inka-Elite vor 500 Jahren in die Berge. In den alten Zeiten haben wir uns aus Angst in dieses abgelegene Hochland zurückgezogen, weil die Spanier viele von uns getötet hatten. Sie waren hinter unserem Gold her. Deshalb haben sie uns verfolgt und umgebracht. Als sie unseren König ermordet haben, sind wir in diese abgelegene Gegend geflohen. Vor Herbert und Thierry liegt jetzt die schwierigste Etappe. Unerwartet heftige Wolkenbrüche haben in den letzten Tagen die Bäche anschwellen lassen und das ganze Terrain in eine Schlammpiste verwandelt. Das Dickicht ist so menschenabweisend, dass die Männer nur im Bachbett vorankommen. Die Ruinen können nicht mehr weit entfernt sein. Doch der Wasserlauf nimmt eine andere Richtung. Ihnen bleibt nur der schwierige und schweißtreibende Aufstieg über zugewucherte, morastige Berghänge. Doch die Magie des versunkenen Refugiums treibt sie an. 1955 ging es dem deutschen Hans Ertel nicht anders. Mit seinem Vorstoß nach Paititi sorgte er für Furore. Der Kameramann Leni Riefenstahls glaubte dem Rätsel am Cerro Paititi, nordöstlich des Titicacasees, dicht auf der Spur zu sein. An einem Wasserfall mitten im Urwald soll die prächtige Stadt nach den Berichten der Jesuitenmissionare gelegen haben. Viele Gefahren und mörderische Strapazen musste das Expeditionsteam überwinden und bis an die Grenzen gehen, um den definitiven Beweis zu finden. Was Ertl entdeckte, waren überwucherte Mauerreste. Und sie blieben die einzigen Schätze. Nicht nur die schwüle Luft drückt die Stimmung im französischen Team. Uneins über die eingeschlagene Route haben Herbert und Thierry die Orientierung offensichtlich verloren. Herberts Zweifel wachsen. Längst müssten sie auf eine der markanten Erhebungen gestoßen sein, jedenfalls nach den Aufnahmen der NASA. Es wäre gut, hier zu diesem Punkt zu kommen. Nein, ich würde sagen, wir müssen diesen Weg fortsetzen, hier diesen Kamm kreuzen und so zu dem Gebiet gelangen. Während die beiden in ihrem Zielgebiet Pantiacolla umherirren, folgen die peruanischen Forscher den alten Inka-Pfaden von Santa Rosa nach Vilcabamba. In einem kleinen Gehöft unterhalb von Santa Rosa satteln Pablo und Raúl auf Maultiere um. Diese Vierbeiner sind besonders ausdauernd und widerstandsfähig. Auf dem Rücken der Mulis werden die Männer schneller vorankommen als zu Fuß mit den Lamas. Die einheimischen Helfer sorgen für eine weitere Erleichterung. Sie bringen die Ausrüstung nach. Reittiere waren den Inka unbekannt. Ihre Lamas konnten nicht so schwer tragen. Das Reich der vier Weltgegenden, das sich vom heutigen Ecuador bis weit hinunter nach Mittelchile erstreckte, wurde von gepflasterten Pfaden durchzogen. Die Expeditionsroute führt nur über einen kleinen Abschnitt dieses großartigen Wegenetzes. Es umfasste mehr als 30.000 Kilometer und bildete das Nervensystem des riesigen Inka-Imperiums. Was mag sich damals abgespielt haben, als die Sonnensöhne auf der Flucht vor den Spaniern diese Wege hinaufstürmten? Konnten sie in den Bergnebelwäldern entkommen? Gelang es ihnen, die Pfade länger geheim zu halten? Jedem Stein, jeder Mauerspalte im Ruinenfeld Yactapatas versuchen Pablo und Raúl Auskünfte zu entlocken. Erst 2002 wurde dieser Teil der Anlage entdeckt. Er ist archäologisch noch nicht ausgewertet. Könnte dieser verwunschene Ort auch zu den Verstecken der Inka gehören? Bei den Vermessungen fallen überall mysteriöse Löcher auf. Hier haben wir sehr viele Löcher gefunden, die von Pflanzen überwuchert sind. Sie sind so alt wie die Zerstörung der Städte. Längst hätten die Archäologen mehr Rätsel gelöst, wären ihnen nicht so oft Raubgräber zuvorgekommen. Hier haben wohl schon die Spanier vor 500 Jahren geplündert.
In ihrer gnadenlosen Gier nach Gold erzwingen die Konquistadoren das Einschmelzen der unersetzbaren Kunstwerke. Nach der Ermordung des Gottkönigs Atahualpa nehmen Leid und Demütigung der Inka kein Ende. Sie müssen selbst die Prachtstücke ihrer Hochkultur zu handlichen Barren verarbeiten. 34 Tage brennen die Schmelzöfen, dann ist das Zerstörungswerk vollbracht. Über 10.000 Kilogramm Gold fließen in die Hände der Spanier. Es ist der größte Schatz, der in der neuen Welt je erbeutet wurde. Und dennoch, auf verschlungenen Pfaden könnten die Inka Reste ihres Reichtums in geheime Verstecke gerettet haben. Davon sind Pablo und Raúl, wie viele andere, überzeugt. Abseits ihrer Route sind sie auf eine Art Felslabyrinth gestoßen. Im Inneren öffnen sich verschiedene unterirdische Gänge. Ein ganzes Tunnelsystem? Gehört es zum verborgenen Wegnetz der Inka? Zum Retten- und Fluchtweg? Schau mal, hier sind zwei Altäre reinen Inka-Stils in den Stein gehauen. Wahrscheinlich ein zeremonieller Ort. Durch dieses Loch dort oben werden sie zu bestimmten Zeiten von der Sonne beleuchtet. Den Franzosen macht der steile, zerklüftete Untergrund zu schaffen. Das schwierige Gelände kostet richtig Kraft und Zeit. Je dichter das Unterholz, desto schneller wechseln Zweifel und Zuversicht. Drückende Schwüle und morastiger Boden, Meter für Meter mühsam erkämpft. Die Entdeckerseele wird auf eine harte Probe gestellt. Doch plötzlich scheint das Ziel zum Greifen nahe. Da hinten, siehst du die? Ja, das ist es. Selbst mit Fernglas kaum erkennbar, schemenhaft zeichnet sich die gesuchte Bergsilhouette ab. Ich sehe drei. Eins, zwei, drei. Man muss die Blätter dort abschlagen von diesem Baum. Da ist es, da vorne. Wunderbar. Warte, bevor wir uns freuen, müssen wir wirklich sicher sein, was wir vor uns haben. Noch ein wenig ungläubig folgen die Einheimischen dem euphorischen Aufbruch. Lass uns gehen. Hat der Dschungel tatsächlich an jener Stelle das seit Jahrhunderten gesuchte Paititi unter sich begraben? Es ist genau da. Ja, wir müssen es versuchen. Wir durften es in höchstens einer Stunde erreicht haben. Pablo und Raúl sind mit ihrer Truppe im Anmarsch auf die Region Vilcabamba. Die abgeschiedene, kaum zugängliche Wildnis gilt als letzte bekannte Zuflucht der Inka. 1572 erschienen hier die Spanier, vermutlich denselben Weg kommend, um die Festung einzunehmen. Letzte Meter vor Yurakrumi, nach vierwöchiger, strapaziöser Bergtour durch Cordillera und Regenwald. Tief ergriffen von der spirituellen Kraft des Ortes halten Pablo und Raúl inne. Yurakrumi, einer der bedeutendsten Kultbauten des Alten Reiches. Die Indianer nannten ihn Tempel der Sonne. Iron Bingham entdeckte das Heiligtum im selben Jahr wie Machu Picchu. Wie ihr berühmter Vorgänger folgen auch die peruanischen Forscher den alten Inka-Pfaden. Aus Erfahrung wissen sie, dass sogar ganze Komplexe wie diese grandiose Bergfestung bis in unsere Tage übersehen wurden. Mit ihrer Wanderung von der Goldschmelze Curamba zur letzten Fluchtburg wollten sie die geistige Welt der Sonnensöhne vor ihrem inneren Auge lebendig werden lassen, intuitiv neue Zusammenhänge erfassen. Welch gigantische Anlage Peter Frost 1999 in 3900 Meter Höhe aus ihrem jahrhundertelangen Schlaf weckte, ahnte der Brite nicht.
majestätisch, spektakulär und einsam. Wie Adlerhorste auf das Dach der Anden gesetzt, die Fluchtburgen Vilcabamba, Machu Picchu und Choqquequirau. Sie schenken den Sonnensöhnen heute ihren verlorenen Nimbus der Unbesiegbarkeit symbolisch zurück. War Paititi in diesem Sinne vielleicht ein Utopia, das man in die menschenabweisenden Gebiete verlegte, geschützt vor dem Zugriff der Weißen? Thierry und Herbert glauben, den realen Ort im Visier zu haben. Große Pläne, jahrelange Vorbereitung. Die Nerven liegen blank. Schau dir doch diese Schluchten an. Sieh dir das mal an. Wir müssen so nah wie möglich herankommen, kehren morgen zurück und machen dann weiter. Ja, aber das schaffen wir nicht, zurückzukehren. Ja, aber doch, das geht. Okay, meinetwegen gehen wir eben, aber heul da nicht. Ich heul nicht, aber wir können es in 2 Tagen schaffen, das glaube ich. Nein, eine Woche, sage ich dir, um an diesen Ort da drüben zu gelangen. Eine Woche, Thierry. Ich weiß jetzt gar nichts mehr. Nein, ich bin damit nicht einverstanden. Da gibt es zu viele Unwägbarkeiten. Hör mal zu, wir müssen das ganze Lager herbringen. Wie kannst du denn etwas anderes sagen? Schau dir das Gelände doch mal an. Die Realität sieht er nicht. Nur seine Vision von Paititi. So nah und doch so fern. Thierry kämpft um seine Fassung. Vamos a hacer el ensayo, ¿no? Como ensayo. Wieder scheitern sie knapp vor dem Ziel. Die Enttäuschung ist mit Händen greifbar. Der Rückzug ins Lager, für Thierry sein schwerster Gang. Die groß angekündigte Expedition sollte ein triumphaler Erfolg werden. Nun bleibt sie buchstäblich im Morast stecken. Was soll ich sagen? Frustration, Traurigkeit, ich weiß es nicht. Es ist eine Mischung aus Gefühlen von Traurigkeit, Melancholie, von allem Möglichen. Wir werden weitermachen. Und wir werden den Ort finden. Wir sind davon überzeugt, dass wir in dieser Zone etwas finden werden. Und das wird bald sein. Hoffe ich. Thierry und Herbert werden wiederkommen. Doch bis dahin bleibt Paititi, was es schon immer war, ein Mythos. Für den Entdeckereifer der Fremden halten die Nachfahren der Sonnensöhne ein Lächeln bereit. Erst am Tage des jüngsten Gerichts werden die Menschen Paititi entdecken, nicht eher. Nicht einen Tag eher, sagen sie.